also nochmal was zu schimmern. Wir sind einer von ihm und er geht mir auf die Klöten. Wir gehen jetzt gucken, ob wir das Gas hier irgendwo abgestellt bekommen und kriegen es bestimmt nirgendwo abgestellt. Keine Ahnung, wo der Typ ist, ist mir auch scheißegal. Wir haben ich muss hier hoch, okay. Okay. Und hier kann ich das Gas abstellen? Gas Room. Jetzt ernsthaft? Gas Room? Mit hier hochklettern? Okay, War Rider Project. Was haben wir denn hier sonst noch? Außer, dass ich hier das Ventil wahrscheinlich hier klicken darf. Und wenn ich das klicke, ich ist schon wieder ein Radio. Und wenn ich das klicke, dann wird er wahrscheinlich hier auch mich direkt wieder jagen. I see. So, Gas abstellen. Gasleck. So, gelange zum Funkgerät. Yay, unsere eigentliche Hauptaufgabe, dass wir endlich zu diesem Funkgerät kommen. Warum sollte ich jetzt... Aber ich bin gerade darüber geklettert. Und soll jetzt da wieder durch? Achso, ich muss wieder zurück, ja. Ich muss zurück zu dem... Scheiße. I know you're close. Ja, schlag mich doch. Geh weg hier. Kommen Sie mit. Hehe, so, siehst du, kannst du nämlich nicht durch. Haha, mein Freund. Ja, da guckst du dumm, wa? Hallo. Ja. Ist nicht schön, ne? Ist nicht schön. Nein, ist nicht schön. So, jetzt geh weg hier. So. What the fuck? Ich hoffe jetzt nicht, dass der uns jetzt hier hinterherkommt. Okay, also, wir haben das Gas abgestellt und suchen immer noch El Funkoreto. Was wir uns bestimmt jetzt hier oben in der Box finden. Oder auch nicht. Okay, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Da ist wieder ein Priester. Da liegt wer. Und sagt sich... Party hard. So. War ein bisschen wild. Aber ist okay. Machen wir mal... Wir wollen dich ja nicht stören, ne? Funkgerät. Wo? Ja, eigentlich im Sicherheitsbereich, oder? Also ein Funkgerät würde ich eher vermuten in dem Safety Room. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Waren wir hier nicht schon? Wir waren doch schon auf der Seite, oder nicht? Ah, hier waren wir doch auch schon. Hä? Da. Meine Güte, meine Stimme ist gerade ein bisschen weg. Wir waren hier schon überall. Sind wir zurückgelaufen, ohne dass wir hätten zurücklaufen müssen? Sehe ich das richtig? Ich bin doch jetzt... Ich bin noch nicht ganz verwirrt. Ah! Ja, siehst du, genau. Hier ist ja der Typ. Der Typ ist ja umgekommen. Hier müssen wir rein. Genau. Was war das? Alter, das hat mich jetzt gerade völlig erschrocken. Dieser kurze Loading-Screen. Lol! Besser als jeder Jumpscare. Okay, also gehen wir jetzt hier die Trapper Runer. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier zum Security Pass kommen. Achso, hier geht's weiter. Hä, sind wir draußen? Geil, wir sind... Wir sind draußen und ich sehe nichts. Super neblig. Selbst wenn ich in Nachtmodus gehe, ich sehe einfach gar nichts. Nices Game. Könnte ich eventuell einfach, wenn ich schon draußen bin, einfach hier fliehen? Wäre das eine Option? Nö, anscheinend nicht. Also fliehen, ich wäre eigentlich auch gar nicht wieder zurück ins Haus. Auch wenn ich jetzt hier gerade lang laufe. Hier geht es ja auch nochmal raus. Ach du Heilige. Wo sind wir? Und nicht, dass der War Rider uns hier jagt. Ihr wisst, ne, War Rider hier, diese schwarze Gestalt irgendwo im Nirgendwo. Der kann ja, glaube ich, über meinen Körper Besitz ergreifen oder so. Oder wie es auch immer heißt. Aber meistens sind ja die Lampen so die richtungsweisenden Sachen. Okay, ja, dann gehen wir doch einfach mal diesen Weg hier lang. Das sieht sehr vertrauenswürdig aus und super safe, wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Soll ich hier hin? Ach du... Okay, was steht hier drauf? Prison Block.
Was steht hier drauf? Nichts. Also gehen wir hier lang, würde ich sagen. Okay. Wir gehen nicht da lang. Wir gehen über den Prison Block. Weil da ist die Tür offen. Womit? Was ist denn? Was ist denn? Was machst du da? Ja, er spielt Basketball mit dem Kopf. Okay. Er spielt alleine und verliert. Das ist das Spiel. Es gibt mathematische Beweise, dass wenn du 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter für eine Unendlichkeit addierst, du eine Antwort bekommen wirst. Wenn du aber kurz vor der Unendlichkeit aufhörst, dann hast du eine unbeschreibliche große Zahl. Wenn du bis zur Unendlichkeit weitergehst, dann kommst du bei minus 1 durch 12 heraus. Negativ 0,0833333 wiederholt. Ich verliere den Verstand. Ich erinnere mich an die Fahrt hierher, 400 Meilen in einem Mietlaster. Der Job, der gerade rechtzeitig erscheint, um unsere Rechnung zu zahlen, unsere Schulden, die Versicherung. Die Jungs schliefen hinten. Nichts als AM-Radio. Gospel, Country, Western, paranoides Spätabendprogramm. Wir sangen Patsy Klein-Lieder und lachten über die Verschwörungstheorien über Aliens und Geister. Die Kilometersteine rauschen im Scheinwerferlicht vorbei. Ich will hier nicht sterben. Okay. Gut, wir gehen einfach weiter. Wir ignorieren den Kollegen, der da einfach mal Basketball mit einem abgetrennten Kopf spielt. Verpiss mich. Gibt's hier ein Radio? Ne, hier gibt's wieder nur... Geil, ist eine Sackgasse, oder was? Hier gibt's wieder nur ein Telefon und ein Telefon, wo der Telefonhörer nicht aufgelegt ist. Ich hasse es. Und hier ist der Prison Block, wo ich jetzt dachte, da kommt einer raus. Aber da kommt gar keiner raus. Gut, und ich komme auch nicht rein. Das ist ja schon mal schön. Schön, schön, schön. So, hier oben geht's nach oben. Ist auch geil, hier oben geht's nach oben. Benny ist heute wieder... Ich erzähle heute sehr viel Blödsinn, aber wann mache ich das nicht? So, kann ich denn irgendwo rein? Nö, kann ich nicht. Wo kam er her? Ach so, er hat mir die Tür aufgemacht. Ja, nee, danke. Danke? War das jetzt richtig? Hinter mir kommt da jetzt keiner, oder? Hallo, hallo. Okay, das, ja. Wow, wow. Oh, jetzt bin ich hier, okay. Jetzt könnte ich hier lang, wenn ich wollen würde. Das ist die Frage, warum sollte ich jetzt da lang gehen? Achso, weil ich hier nicht durchkomme. Okay, deswegen muss ich da lang. Okay, ich verstehe. Also gehen wir hier durch. Ich müsste da rüber springen. Was ich aber eigentlich nicht möchte. Überall liegen hier solche Dinger rum und überall haben die Funkgeräte dabei. Warum kann ich diese nicht nutzen? Das war ja mal gar nicht leise. Hallo. So. Kann ich nicht. Hier kann ich wieder nach oben. Ey, das ist ja ein Labyrinth, das ist ja unglaublich. Wo muss ich denn jetzt hin? Also ich will doch eigentlich immer nur noch zum Funkgerät. Wobei ich so viele Funkgeräte ja eigentlich finde. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ich finde ja so viele Funkgeräte. Das ist unmöglich. Jetzt bin ich im Zellentrakt. Und kann jetzt hier durch den Stacheldraht einfach durch? Klar. Jetzt kann ich aber bestimmt gleich mit dem Typen, der da Basketball gespielt hat, Basketball spielen, wenn es so weitergeht, oder? I would like to kill him. As would I. Da will mich jemand umbringen. Was ist denn euer Problem? Ich bin doch einer von euch. Warum wollt ihr mich die ganze Zeit umbringen? Was habe ich euch getan? Ich bin doch genauso ein Patient wie ihr. Vielleicht wart ihr ein bisschen länger als Patienten als ich. Okay. Aber dennoch, wir gehören doch zusammen. Wir sind doch, wir müssen uns doch zusammentun, Freunde. Und hier nicht einen auf, weiß ich nicht, auf Hannibal Lecter machen oder so. Na gut, Hannibal Lecter ist vielleicht jetzt das falsche Beispiel, aber trotzdem. Ey, das sind doch die beiden Zwillinge, oder? Von Outlast 1, gegen die ich wieder nichts machen kann. Ich muss dahin, wa?
Hallo. Und goodbye. Da sehe ich mich. Bitte lasst mich in Ruhe. Okay. Dein fucking Ernst? Junge, soll ich dir den... Ja? Was denn? Was möchtest du denn? Oh! Chicken skins or fuck off! Okay. Lass mich doch einfach! Lass mich doch einfach in Ruhe! Wir können doch beste Freunde... Ja, beste... Nee, vergiss es. Ich möchte gar nicht mit euch befreundet sein. Ich möchte einfach meine Ruhe. So, hier muss ich rein. Und da drüben ist die Tür offen. Und dann kann ich hier rüber klettern. Richtig. Richtig. Machen wir vorsichtig aber die Tür einfach mal zu. Danke. Und dann lesen wir uns noch mal ganz kurz dieses Dokument durch. So, das Ganze ist von Jay Billings, Anka Viginaldu. Betreff ist Patient Samuel. Kurt, wir haben wieder einen und diesmal kannst du es nicht als einen Fall von akuter psychopathischer Belastungsreaktion abtun. Ein Wachmann, ganz hinten im Verwaltungsblock, ist der neueste Mitarbeiter, der anfängt, Wernickes Märchen zu sehen. Er war nie dem Antrieb direkt ausgesetzt. Ist nie unterhalb des ersten Stocks in diesem Gebäude gewesen. Es wäre schön ein unglaublicher Bruch von Protokoll und Sicherheit, wenn Ärzte sich in höherer Reichweite eines angestellten Wachmanns über Wallrider unterhalten würden. Und es scheint schon sehr unwahrscheinlich, dass er alleine über eine solche obskure und mystische Geschichte gestolpert ist. Es ähnelt zu sehr dem Fall von Dr. Samuel und den anderen vor ihm. Es ist eine Sache, wenn ursprünglich gesundes medizinisches Personal unter dem Bann der Wahnvorstellungen ihrer Patienten fallen, aber es ist etwas anderes, wenn diese Überzeugungen, ich weiß auch nicht, über die Luft übertragen werden. Wir müssen persönlich miteinander sprechen. Billings. Ja, super. Jetzt bin ich hier drin und ich habe gedacht, ich finde hier einen Radio. Aber... Also, Funkgerät. Wir suchen ja immer noch das Funkgerät, ne? Aber nee. Und hier draußen ist irgendwie... Hier draußen laufen ganz komische Leute rum. Und vor allen Dingen, wenn ich hier draußen bin, warum... Warum... Wer braucht denn Hilfe? Was ist denn... Hallo? You have to come back? Warum sollte ich? Okay, hier ist wieder ein Raum, der komplett blöd ist. Also, der ist kacke. Warum sollte ich da reingehen? Ja, nice. Wozu bin ich jetzt hier lang gegangen? Achso, damit ich hier die Treppe hochlaufen kann. Ja, es ist, ich bin manchmal ein bisschen lost. Aber das müsstet ihr ja von mir schon kennen. So, du kannst dich nicht verstecken. It's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Okay. Billy understood. They've always been here. They're always being here. Okay, okay, okay. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, hier ist wieder so ein schöner Hörer. Kann ich hier rein? No. Hallo. Okay. Also, hier haben wir ein bisschen Action. Hallo? Okay, die sind alle hier lang gegangen. Warum kann ich da nicht lang rennen? Ich habe nämlich gerade eben schon wieder irgendwie gefühlt den Typen mit der Kettensäge gehört, beziehungsweise mit der Flex. Der mich ja so mag. Okay, warte mal, haben wir hier ein Radio? Hallo? Hallo? Ja, hier, guck mal hier. Das ist ein... Wir haben es geschafft. Endlich. Wir haben das Radio. Nice. Alter. Whalen Park.
You couldn't just... couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. But you're done talking now. Do me a favor and die here, Park. Alter, ist das ein Ernst? Kann ich ihn einfach bitte umbringen? Bitte.